Part 6, willkommen zurück bei Splinter Cell Blacklist. Hier auf Raffik nicht LP. Wir sind beim letzten Mal in diesen Gang reingeschlichen. Und ich bin jetzt erstmal nochmal kurz in Deckung gegangen. Ihr seht, hier sind wir reingekommen. Ich bin hier nur in die Ecke gegangen. Und wir gehen jetzt mal weiter. Wir müssen ein Signal finden, weiter oben oder weiter vorne im Dorf. Den Gegner hatte ich mir vorhin schon mal markiert. Bloß, wie kommen wir an dem jetzt am cleversten vorbei? Da kann man ihn vielleicht irgendwie verhören oder sowas? Nee, ich glaube, verhörbare Charaktere wären markiert separat. So, bleibst du da stehen, Kumpel? Bleibst du da stehen? Erstmal ja. Okay, ich sehe keine weiteren. Wir versuchen es mal ganz subtil und ganz schlicht. Ah! Ja, okay, er bleibt da, sehr schön. Dann gehen wir weiter. So, sind hier Gegner? Okay, wir scheinen in einem Tunnel zu sein. Da sind die Wände natürlich ziemlich dick. Hier drüber, hier durch. Anscheinend haben die Engineers Fluchttunnel gegraben, um sich vor Aufklärungsflügen zu schützen. Bestätigt, ich sehe überall Spuren von Grabungsarbeiten. Ja, denke, Team. Offensichtlich. So, hier hoch. Mal gucken, was uns da erwartet. Feinkontakt. Okay, ich würde hier gerne noch irgendwie hochgucken. Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Okay, Signal untersuchen. Da ist ein Hund. Ist das ein Hund? Ja, ist ein Hund. Okay, wo sind die Gegner? Schleichen uns mal hier lang. Wir gehen mal nicht den direkten Weg, vor allem durch den Hund umgehen. Da kommen wir nicht durch. So, nochmal so nah. Okay, 1. 2. 2 Gegner. Okay, der guckt zu mir. Ich kann jetzt also nicht raus. Wo ist denn der andere hin? Der ist da hochgegangen. Ich glaube, dem werden wir folgen. Okay, dann jetzt raus hier. Und dem hinterher. Oben lang, unten lang. Wir gehen unten lang. Nee, Quatsch, wir gehen oben lang. Wir gehen zurück. Nein! Können wir uns irgendwie verschanzen? Na toll, der Hund nervt natürlich, aber der kriegt die Tür nicht auf. Versuch's nicht, komm nicht rein. Komm nicht rein. Er kam rein. God damn it! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Gut. Dann so viel dazu. Ich muss noch geduldiger werden. Das haben sie, also der Schwierigkeitsgrad realistisch, den haben sie meiner Meinung nach echt doch recht gut umgesetzt. Ich verfolge diese Datenübertragung. Ich muss noch geduldiger sein. In den Vorgängern war das doch noch ein Zacken leichter. Auch bei vergleichbarer Schwierigkeit. Also beim vergleichbaren Schwierigkeitsgrad. So, 1, 2, der kommt auf jeden Fall zurück. Und der geht jetzt wahrscheinlich, oh, okay, der steht jetzt anders. Ausschalten will ich den aber nicht. Vielleicht bleibt mir aber auch nichts anderes übrig. So, versuchen wir mal, den Typen, der uns hier oben begegnet ist, auszuschalten. Okay, da waren wir schnell genug. Wo ist der Hund? Ich vermute mal, der wittert uns so langsam. Können wir die Leiche noch irgendwo verstecken, irgendwo verschanzen, irgendwo hier in irgendeinem Kabuff? Nö. Schleichen wir mal hier oben weiter. Erstmal so nah auschecken, okay. Da ist noch einer. Da unten wie gehabt. So, der soll mal aber anders hingucken. Der Kumpel. Okay, der geht. Aber auch nicht weit. Hm.
Wir gehen mal einen anderen Weg. Der Hund nervt mich. Ich glaube, den Hund werde ich mal ausschalten. Der scheint mir doch das größere Potenzial zu haben. Wir nehmen die Armbrust, Haftschocker, stellen uns hin und erschießen ihn. Okay. Ich habe ihn nicht getötet. Nur schlafen gelegt. So, dann rutschen wir mal hier rüber. Okay, da ist noch einer. Was sagt es so nah? Okay, hier unten könnten wir runter. Und wie geht's dann weiter? Das ist Ziel. Dann setzen wir uns hier einfach mal ab. Hier rüber. Sehr schön. Und das Auto. So, da rein. Scheint sicher zu sein. Da ist noch jemand. Jetzt wimmelt sie aber ganz schön. Okay, der steht mit dem Rücken zu uns. Dann schleichen wir uns mal hinter den. Hier rein. Ach, nee, doch. Shit. Erwischt. Wir machen uns mal aus dem Staub. Und rauch aufs Dach. Ah, verdammt. Ich habe gedacht, das geht schneller. Nicht gut gemacht, Tom. Nicht gut gemacht. Eins. Zwei, drei, die nehmen wir uns jetzt einfach mal vor. Ernsthaft? Ernsthaft? Gut, erschießen kann ich den von da nicht. Die werden jetzt hier wahrscheinlich gleich hochkommen, das heißt, wir brauchen eine andere Waffe. Wo bleiben sie? Kommt schon, ihr könnt nur von da kommen. Und da kommt er auch schon. Haben wir. Und jetzt kommt der schwerere Typ. Wir müssen uns zurückziehen. Okay, nachladen. Gott sei Dank haben die keine Granaten. Den markieren wir uns. Hier ist da noch irgendwo einer. Eine Granate da hoch. Na toll. Und ich sag's noch. Alles klar, Feuerschutz. Alles klar, los. Wo bleibt er? Wo bleibt er, Jungs? Glück gehabt. Gut, dass wir da weggegangen sind. Wir gehen runter. So, da steht auch noch einer. Den markieren wir uns. Ist mir egal. Ich bin alleine, ihr seid zu 80 Milliarden. Gut, war nicht besonders stealthig. Schade. Ärgerlich. Verdammt. Siehst du was? Nachladen. Na, alles okay kann ja nicht sein. Immerhin habt ihr mich ja noch nicht gefunden. Da ist noch einer. So, nochmal Sonar checken. Eins, zwei.
Sind die jetzt nur noch zu zweit hier? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Okay, Checkpoint. Ja. Hier runter? Ja, offensichtlich. Und abwärts. Okay, kurze Pause. Gehen wir mal die Munition durch. Laden wir mal alles nach. Und die 416. Okay, Pistole ausrüsten und weiter. Die Wände sind zu dick. Gibt es Neuigkeiten von den anderen Teams? Nein, ich vermute, dass sie absolute Funkstille halten, um die Operation nicht zu gefährden. Okay, also während die anderen vier Lager, nee, die anderen drei Lager von separaten Teams infiltriert werden, machen wir das einfach alleine. Mit Skills und Styles und Skills und ja, Styles. So, wir nehmen mal die alten Markierungen weg. Hier scheint keiner zu sein, soweit ich das jetzt einsehen kann. Nee. Irgendwas, was man aufsammeln kann. Vielleicht ein Datenpakt, Paket? Nö. Okay. Mann, das ist ja riesig. Die Engineers müssen die Bevölkerung vor langer Zeit verjagt haben. Glaubt ihr, die waren bei Blacklist Zero dabei? In Guam sprach keiner Farsi. Engineers arbeiten grenzübergreifend. Könnte jeder gewesen sein. X und in die Richtung halten, um den Sprint zu aktivieren und Hindernissen automatisch zu umgehen. Klingt so, als hätten wir gleich eine actionreiche Passage vor uns. 30 Meter bis zum Ziel. Gegner kann ich keine erkennen. Wir nehmen mal nicht die Treppe. Nee, immer noch nicht. Kommen wir hier hoch? Nö, kommen wir nicht. Kommen wir hier hoch? Nö, kommen wir auch nicht. Okay, also müssen wir wahrscheinlich die Treppe nehmen. Ich bleib mal kurz im Sonarmodus. Ne, bleib ich nicht. Sieht schwul aus. Speicherpunkt. Okay, öffnen. Da ist Munition. Rechts und links können wir nicht, dann muss man hier durch. Okay. Eins, zwei, erstmal markieren. Schaffen wir das? Schaffen wir. Okay, da hinten habe ich noch einen dritten gesehen. Wir gehen hier oben lang. Noch einer. Toll, den wollte ich mir eigentlich gerade holen. Der würde uns sehen, wenn wir jetzt rausgehen. Der sieht uns wahrscheinlich auch, wenn er herkommt. Ich glaube, wir sind schon wieder in der Zwickmühle. Oder? Ach du Schreck. Ah, ich war schon wieder nicht vorsichtig genug. Oh, ich könnte mich so geißeln. Scheiße. Okay, jetzt nochmal. Alles von Anfang an. Wir sind total professionell. Vielleicht sollte ich doch mal anfangen, ein paar Gimmicks und technisches Equipment zu benutzen. Was ich ja so gut wie gar nicht nutze, ist mir immer so aufgefallen. Eins, zwei, zack. So, die sehen uns nicht, wenn wir hier durchsprinten.
Dann Munition auffüllen. Vielen Dank. Hier wieder hoch. An sich fand ich den Weg gar nicht so schlecht. Okay. Den markieren wir auch. Bloß, wo ist jetzt der Kumpel? Da ist er, okay. Du gehörst mir. Und dich verstecken wir hier. Gute Nacht! Okay, jetzt vorsichtig, der kommt hier um die Ecke. Das ist nicht witzig, Mann! Der sagt nicht. Ach der, okay. Gute Nacht! Der hätte uns entdeckt. Ich muss hier unten runter. Okay. Eins. Eins. Zwei. Drei. Okay. Ja, gute Frage. Wie machen wir das am dümmsten? Wir werfen mal einen Blick ins Equipment, ob wir irgendwas haben. Rauchbombe? Nö. Haftkamera. Die Haftkamera könnte man... Geräusche mit da. Wir nehmen mal die Haftkamera. Werfen wir die mit L2? Ja. Nehme ich jetzt mal an. Okay, dann versuchen wir sie mal da an den Mast zu werfen. Okay, wie wählen wir die aus? Haftkamera zum Deaktivieren halten? Will ich aber gar nicht. Ich möchte die ja gerne auswählen. Nee. Ah, okay, mit L2 antippen einfach nur, okay. Hat der noch andere Modi? Nein, hat er nicht. Aber der, mit dem kann ich mir die Aufmerksamkeit auf mich erregen lassen. Schwierig, 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 schwierig. Okay, der ist mit dem Rücken zu mir. Wir versuchen es jetzt einfach. Okay. Hat gut geklappt. Dann hier geht's weiter. Gegner? Seh ich nicht. Erstmal die alten Markierungen entfernen. So, wo sind wir denn hier? Ich bin über der Kommunikationszentrale. Charlie, leiten die immer noch Daten hindurch? Wie verrückt. Und die Verschlüsselung ist krass. Ich brauche mindestens 5 bis 10 Minuten, um rauszufinden, was sie da senden. Wir können nicht warten. Okay, Briggs, starte jetzt den Hubschrauber. Schon unterwegs, brauch ein paar Minuten. Okay. Ich würde gern da runter, um von unten reinzugehen. Frage ist nur, wie machen wir das? Hier komme ich nicht runter. Hochklettern, zack. Geht auch nicht. Aber vielleicht geht's auch einfach gar nicht. Gehen wir hier oben lang. Wo sind die Gegnerz? Gegnerz, Gegnerz. Keine. Okay. Immer noch nicht. Cool. Schick. Kann man machen. Ja, doch, kann man anbieten. Die muss es schwere Kämpfe gegeben haben. Vermutlich eine Drohne. Das Ding ist getroffen worden, aber nicht in letzter Zeit. Ich sehe mich mal um. So, benutzen wir mal das Optical Cable. Was haben wir hier? Sind die? Oh, scheiße. Okay. Da hängt jemand. Art Exekutionsraum. Ein Soldat wurde umgebracht. Miguel Garcia, Geschwader 36. 23 Jahre alt, stammt aus
aus L.A. wird seit der Sache in Guam vermisst. Warum töten die ihn? Um es aufzuzeichnen. Scheiße, das ist es, was sie senden. Ich schalte es ab. Die nehmen noch auf. Verfolgt es. Okay. Wir haben ein Tablet vergessen. Hab keine Angst. Ich weiß, was du hier tust. Ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Denn bevor ich für eine neue Welt kämpfte, kämpfte auch ich für ein Land. Bitte. Tut mir leid. Ich will nur nach Hause. Und genau das wünsche ich mir auch. Ich will, dass all eure Soldaten wieder nach Hause gehen. Aber dein Land will einfach nicht auf mich hören. Ich habe ein Kind. 2 Jahre alt. Bitte. Ich wuchs in dem Glauben auf, dass ein einzelner Mann die Zukunft verändern kann. Glaubst du das? Ich schon. Und ich glaube, du bist möglicherweise dieser Mann. Du wirst die Welt verändern, indem du als Beispiel dienst. Nein! Ich meinte nicht ihn, mein Freund. Ich meinte dich. Was sollte die Warnung? Das ist eine Botschaft, keine Warnung. Die Engineers erwarten jemanden. Was ist mit dem Signal? Ich arbeite noch dran. Sam, hast du die Drohne aktiviert? Nein. Jemand hackt sie. Gestern hat Shadid auf Zeit gespielt. Es ist eine Falle. Ich bin okay. Wir sind zurück, Leute, mit Briggs fliehen. An dieser Stelle ein kleiner Break, geil. Also das war jetzt wirklich richtig geil. Aufgrund dessen, dass jetzt gerade die Story sich nicht unbedingt gewandelt hat, aber dieser Gimmick oder dieser Effekt in dem Video, dass er dann ins Video guckt und sagt, ich meinte dich, das war richtig geil. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, fand ich richtig geil. Jetzt habe ich geil oft genug gesagt, geil, geil, geil. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir versuchen im nächsten Part zu entkommen, gemeinsam mit Briggs. Und dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, danke fürs Einschalten. Lasst es ruhig öfter mal wieder klicken. Ciao.